Mathilde? Madeleine Krakow. Sie können den Text, Frau Krakow? Den Monolog? Ja. Ja, ich kann den Text. Gut. Wer hat Ihnen die Haare gemacht? Ich? Können Sie die Haare nach hinten machen? Gut. Sie können weinen? Jetzt? Ja. Ja, ich kann es versuchen. Und bitte. Moment, also ich soll jetzt weinen? Ja. Okay, gut. Kamera läuft und bitte. Cut! Im Leben einer jeden Frau gibt es einen Tag, der alles ändert. Es ist der Tag, an dem sie dem perfekten Mann begegnet. Das heißt also, ich habe mehrere Freunde. Thomas ist nicht nur groß, charmant und gut aussehend, er hat auch einen spannenden Beruf und verdient jede Menge Geld. Später, da ruft er mich an, ja? Und fleht mich an. Please, please, sell it to me, please. Und am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, hat er nochmal 200.000 draufgelegt. 200.000, völlig anderes. Scheiße. Hast du dir wehgetan? Es geht schon. Ich hol dir was zum Kühlen, ja? Sag mal, hast du eine Katze? Nein, wie kommst du darauf? Und von dir kein Mucksrübes, Pia, ist das klar? Was denn? Meine Mitbewohnerin hat sich wahrscheinlich schon bedient. Ich vertrag eh nichts. Ich mache mir nachher einfach einen Tee oder so. Entschuldigung, ich hätte dir auch sagen können, dass ich eine Katzenallergie habe. Solange du keine Allergie gegen mich hast. Wie meinst du denn das? Jetzt essen wir erstmal, ja? Du magst doch Fisch, oder? Vor allem mag ich dich. Darf ich dir was fragen? Na klar. Als du mich zum ersten Mal gesehen hast, was hast du da gedacht? Meine Oma hat immer gesagt, Anne, wenn du nicht weiter weißt, naja, dann sag einfach die Wahrheit. Also ich habe gedacht, dass du extrem gut aussiehst. Und dass ich dich unbedingt wiedersehen will. Und dass du der Mann bist, von dem ich Kinder möchte. Anna, ich bin verheiratet. Entschuldigung. Wo ist das Bad? Zweite Tür rechts. Auf uns, Robespierre.